Linus Bolzern, the quicker one of the two. He is just about to overtake. Yes, Linus, the 19-year-old Swiss Vice Junior World Champion. A new leader from Switzerland, Linus Bolzern. Hallo zusammen, wir freuen uns, euch heute hier begrüßen zu dürfen beim Schnitzer Videokanal. Wir, das sind Andrea und Nadja und Linus Bolzern, unser Interviewpartner heute an der wunderschönen Kinzig. Hi Linus. Hallo zusammen. Wir sitzen hier an der Kinzig, weil wir uns inspirieren lassen wollen von dem fließenden Wasser, das Element von Linus. Linus, sag uns mal, wie gefällt es dir hier bei uns? So nah am Wasser fühle ich mich natürlich immer wohl. Der Fluss ist mein Zuhause. Ich komme aus der Schweiz, aus Luzern. Das ist ziemlich in der Mitte der Schweiz und da bin ich auch viel auf Flüssen unterwegs. Daher sehr gut. Und du sagst ja, dein Element ist das Wasser. Da verbringst du die meiste Zeit deines Tages, kann man sagen, oder fast schon deines Lebens. Seitdem du wie alt warst, hast du schon Kanu gefahren? Angefangen habe ich mit 9 Jahren und seitdem mache ich das immer mehr. Jetzt zur Zeit trainiere ich so 2 bis 3 Mal pro Tag. Wow. Ich mache nicht mehr viel anderes und probiere mein Bestes zu geben. Außerdem Training, gibt es natürlich auch Wettkämpfe. Das ist dann immer so das Highlight, wo man dann beweisen kann und will und muss, was das Training so ergeben hat. Da warst du jetzt vor kurzem, gerade wie du uns berichtet hast, in Ungarn und in Rumänien. Erzählst du uns ein bisschen davon? Ich war dieses Jahr an der WM, an 2 WMs sogar, in der U23 und in der Elite-Kategorie. Das lief richtig cool dieses Jahr. Wir erreichten im Zweier, erreichten wir ein B-Finale. Das ist für unser Alter sehr gut. Wir waren sehr zufrieden und konnten alles geben. Super. Und du hast uns auch erzählt, dass du schon mal ausgezeichnet wurdest in der Schweiz als Nachwuchssportler. Was genau. War das denn? Im Juniorenalter war ich Nachwuchssportler des Kantons Luzerns. Die haben mich ausgezeichnet für meine Junioren-Titel an der Weltmeisterschaft, einem Vize-Weltmeistertitel. Super. Sport auf dem Niveau. Wahnsinn. Und das trotz einer kleinen Einschränkung, wobei es für dich wahrscheinlich gar keine so wirkliche Einschränkung ist. Dennoch musst du die klassischen Kohlenhydrate meiden. Das ist richtig. Wie genau. Machst du das? Also ich habe Zöliakie. Das heißt, ich muss auf alles Glutenhaltiges verzichten. Ich muss aber trotzdem viel essen, weil ich ja Sport mache. Und da esse ich viel Brot, viel Teigwaren. Ich versuche immer selbst zu kochen. Das ist fast das Einfachste, denn man weiß, was drin ist. Und auch viel Gesundes, wie Früchte, Gemüse, alles möglichst bio. Mhm. Und dann gibt mir das die richtige Power, die ich brauche. Und Riegel unter anderem auch, meine ich, sind da mit bei in deinem täglichen genau. Essensplan. Die Riegel, die kommen bei mir zum Zuge, wenn ich gleich nach dem Training, da gibt es mir die nötige Power und die nötige auch Möglichkeit zur Regeneration, wenn man direkt nach dem Training einen Riegel isst. Und du hast gesagt, nach dem Training ist es besonders wichtig, die Speicher wieder aufzufüllen. Training an sich ist ein wichtiges Thema und Fitness ist auch ein wichtiges Thema. Und wir von Schnitzer, wir sind ja in erster Linie mit glutenfreien Backwaren am Markt, wisst ihr sicherlich alle. Wir haben uns gesagt, Mensch, der Linus, der soll uns seine Erfahrungen einfach mal zusammenstellen und wir machen daraus gemeinsam eine Fitnessbroschüre. Denn Sport, Ernährung, Fitness, es hängt alles zusammen und wir haben eine, wie wir finden, richtig klasse Broschüre erstellt. Die gibt es jetzt gedruckt, die hat auch der Linus dann immer dabei und die gibt es natürlich auch online. Ihr könnt nachschauen auf unserer Homepage, bei Linus Facebook-Seite und auf Instagram. Vielen Dank, das war ein kurzweiliges Interview, würde ich sagen, und wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir vom Schnitzer Videokanal berichten. Bis dahin, eine gute Zeit. Bleibt fit, bleibt gesund. Ciao. Ciao.